Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Deltarune. Wir haben letztes Mal alle Schlüsselteile zusammengesammelt und können jetzt theoretisch, ich muss eben gucken, genau da ist der Door Key hier. The key to a mysterious cell, something feels strange about it. Ich war hier schon mal vor, vermutlich also werde ich das jetzt nicht. Achso, nee, da sind wir auch hier falsch. Werde ich das jetzt nicht beenden können. Ich zeige es dennoch, was passiert. Am Ende des Let's Plays könnte man sagen, okay, da gibt es dann eine Special-Folge, wo das dann nochmal ausführlich und bis zum Ende gespielt wird. Aber es wird wahrscheinlich jetzt nicht klappen. Auf Anhieb. Aber ihr wollt es trotzdem sehen, gehe ich davon aus. Deswegen wird es gezeigt. The key. A marvelous fun is about to break free. Won't you let yourself outside? Use key. You put the door key in front of the door. Es erscheint eine kleine Tür. The door key created a door. Schauen wir doch mal, wen wir da haben. Oha. Visitors, visitors. Now we can play, play. Then after you, I can play with everyone else too. So, what are we playing exactly? Oh, it's just a simple numbers game. Ja, das ist gar nicht so ein netter Typ, wie man erst vielleicht, oder wer hat es überhaupt gedacht hätte. When your HP drops to zero, you lose. So, that's the kind of game you want to play, huh? Then I gotta warn you. You are dealing with a couple of sharks. Woohee! Shark to shark, I wouldn't have it any other way. Now, now. Let the games begin. So. ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie es funktioniert. Aber wir könnten Hypnosis nutzen. Nee, können wir nicht. Dafür bräuchten wir TP. In dem Fall müssten wir erstmal jetzt ein bisschen defenden. Wunderschöne Musik übrigens auch. Chaos, Chaos. Das ist noch ein machbares Muster, aber selbst hier bin ich schon völlig überfordert, wie man sieht. Jetzt könnten wir Acken und Hypnosis anwenden. Susie spun something around. Jewel's next attack weakened. Jewel be became more tired. Shall we play the ring around? Ja, das ist eine. Schwierig zu sagen, was da der Trick ist bei den verschiedenen Angriffen, um da überhaupt zu bestehen. Das sind nämlich gar nicht so leichte Muster, meiner Meinung nach, und vor allem jetzt mit meiner Tastatur leider nicht, so dass man eben gucken müsste, okay, wie kann man hier sich geschickt bewegen. Nur ich befürchte, das schaffen wir jetzt nicht beim ersten Versuch. Ja, und hier. Oh, ja, toll. Ist schon jemand down? Nein, zum Glück noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt noch weiter. Hypnosis. Raise chanted something. Jewel's next attack weakened. Jewel became more tired. Haha, let's make the devil's knife. Ja, der ist ziemlich mies. Ja, und. Da muss man echt irgendwie einen Trick finden. Irgendjemand jetzt. Ah, ich bin down. Wo haben wir denn? Oder alternativ könnte man natürlich auch sagen. Ah, nee, die beiden sind down. Ja, nee, dann. Das hat jetzt schon quasi keinen Zweck mehr. Und auch hier müsste man überlegen, wie bewege ich mich sinnvoll um. Ist es schon passiert? Gut, ihr habt es jetzt gesehen. It appears you have reached
an end. Will you try again? Ja, natürlich werden wir. Then, the future is in your hands. Wir werden das machen, aber mit mehr Übung. Ihr habt es jetzt einmal schon gesehen, dass es da ist, dass es nicht leicht ist, hoffentlich. Außer ihr seid natürlich alles Pro-Gamer, wovon ich natürlich grundsätzlich erstmal ausgehe. Aber es ist noch nichts für mich, vor allem nicht mit der Tastatur. Ich hoffe, das Problem löst sich demnächst mit etwas Rumprobieren, Fehleranalyse, aber das soll nicht euer Problem sein. Wir können erstmal weitermachen. Die nächsten Teile sind auch mit Tastatur manageable. Vor allem das, was jetzt folgt. Enough, Worms. Thou may have cheated through my puzzles, but incumbent thou shalt be scattered about. Come, knaves, prepare for battle with... Oh, den kennen wir schon. Whatever this is. Huh? It's the enemy from earlier, but its crown looked different. It looks the same. Yes, with my control crown, I may control any disc shape life form. Oh no! It looks like it's in pain. It looks the same. Yes, the control crown is painful, but I'm certain this creature will feel relief when it sees how much more pain thou'll be in. Okay. Jetzt müssen wir nochmal gegen die lustige, was auch immer, Hundemünze kämpfen. Wir machen Susies Idee. Susie, you want to act? Oh, that's your... What's your idea? Oh, Leute, I'm tired. well, how do I say this? I kind of need you for this one. That's fine, Susie. I help. You want to apologize to it for earlier, right? Nah, I just need you to stay still. Chris, we gotta get that crown off its head. Help me throw Ralsei at it. Oh man, jetzt müssen wir Ralsei auf die Krone werfen. So, jetzt müssen wir den richtigen Moment und the crown loosens a little. Nice. Glücklicherweise bleibt das Moveset gleich und wird nicht unwesentlich schwerer hier. Nur, ja, das Minigame quasi ist ein bisschen anspruchsvoller. Ein bisschen, aber in diesem Fall auch nur. Man muss halt im richtigen Moment drücken. Und wir haben The Crowd Greatly Loosened. Dieses Mal habe ich sogar etwas besser getroffen als davor. Und ist da für mich im ersten Moment so aus, als wenn ich schlechter getroffen hätte. Egal. So, next try. Okay, das wird dieses Mal nichts. Kann man das nochmal rückgängig machen? Nein, leider nicht. Das wird ein schlechter Treffer. Ah, das war so klar. Ich hätte am Boden sein sollen. Ich war zu weit oben quasi. Macht nix. Wir werfen nochmal Ralsei. Und dieses Mal ordentlich. So, the crown greatly loosened. Das müsste, man kann es mit dreimal schaffen, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Wir haben es mit viermal geschafft. Und Karu ist besiegt und er hat Tränen in den Augen. Why? Brilliant! Just brilliant! I knew you couldest do it! Thou great hero, thou! Thou thiest! That was merely a friendly test of thine abilities. But thou hast won! And now nothing blocks thine path. I personally could not be less of an obstruction. But you, luck be with you, heroes. Na toll. Ich gehe einmal speichern. Auch darum, weil Ralsei ein bisschen Damage bekommen hat. Aufgrund der einen Attacke, wo ich hätte am Boden sein müssen, um gut ausweichen zu können. Oh, da ist er ja.
Its previously violent expression has turned to kindness. It will now live a peaceful life. Na, das ist doch wünschenswert. Ich habe vergessen, hier hätte man speichern können. Dann nehmen wir diesen Safe mit dazu. Was haben wir denn hier? Riches, they shine with avarice. Riches, they shine. Dasselbe. Und das sieht aus. It's a throne. It seems to have been damaged in a struggle. Okay. Und wall banners. They seem to have been through some kind of struggle. Irgendwas ist hier passiert. Wall banners. They seem to have... Ja, wir wissen's. Also, ein Thronraum und irgendwie ist alles ganz schön durcheinander. Was erwartet uns jetzt wohl? Vielleicht der König? Nein, erstmal nur Lancer. Hey, hey, there's Lancer. Father. Lancer, my son. Have you dispatched the lighters as I commanded? No, but I did even better. It turns out we don't actually have to fight them. They said they could just talk to you and... They are alive? Yes, and I think you'll like them a lot. There's Susie, she's very purple and strong, and... Where are they now? Hey. It's nice to meet you. Lancer. Lancer, my son. Yes, father? Do you remember what I told you? Don't get too attached. You have failed. They have poisoned you with their sentimentality. Free yourself, Lancer. They care not for you. Their only goal is to destroy our glorious fountain. They are scum. No, they aren't. What did you say? Let him go! You want me to let him go? Then how about this? I drop him off the edge and let him splatter. Unless you all kneel and learn your place. What will it be, Lightness? Don't listen to him, Susie. Hier. Und wir machen's tatsächlich. Now watch, Lancer. See what happens when you befriend Lightness. What the? You traitor, come back here. Alright, enough already. Who the hell do you think you are? To my people, I am a hero. To you? I am the bad guy. So, jetzt müssen wir gegen den König, gegen den Vater von Lancer kämpfen. Und wir können mal gucken, wie wir acten können. Okay, wir können mit allen versuchen, mit ihm zu sprechen. Talk. Defend. Susie tried to reason with the king. Alright, listen up. Lancer's my friend. So if we can get by without hurting you, then... If I perish, so be it. Show my son the monsters you really are. Alright, you wanna see what I can do, huh? Susie will change... Susie's will is changing. Talk became Red Buster. How dare you come here, Lightness? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ein Hoch-Runter-Spiel eigentlich nur. So, gut, also mit Susie können wir jetzt Red Buster einsetzen. Das ist ein Angriff, das wollen wir nach Möglichkeit nicht. Jetzt talk ich nochmal mit Relsei. Mit Susie defenden wir dieses Mal. Relsei tried to reason with the king. You might not realize it, but this is a world where you don't have to fight. I know. If we try, we can all find another way.
Such simple-minded platitudes. A shame you will not live to realize your naivety. Das Wort kann ich nicht. Naivety. Now, perish with the pathetic likeness you worship. Sorry, my friends and I aren't going anywhere. Raizo's will is changing. Talk became dual heal. Das ist vielleicht nützlich. You that left us in the shadows, stripped of meaning. Ah, das ist ein etwas schwierigeres Minispiel. Oh, ach, geschafft irgendwie. Es sind viele nur hoch runter. Man muss dann ein bisschen gucken. Gehe ich jetzt ganz runter? Gehe ich ein bisschen wieder hoch? Und man braucht vor allem irgendwie Taktgefühl, was ich in diesem Fall irgendwie nicht habe. King's Mouth gave a berserk smile. So, jetzt können wir versuchen mit Chris natürlich nochmal zu talken. King's Mouth, mit den anderen beiden würde ich im Moment defenden, weil wir jetzt noch gar kein Damage gekriegt haben. You try to reason with the king. Heute sprechen ist schwierig, Leute. Silence, Lightbringer. Your very existence goes against our own. By the knight's will, I shall shatter your heart to pieces. Your will is changing. Talk became to courage. Okay, dieser King ist ja auch irgendwie schon so eine Erzählung, die wir irgendwie kennen. Von daher wäre es spannend, natürlich irgendwann mal zu erfahren, wer ist das eigentlich? You dare return to torment as once again. Das ist zum Glück eins von den etwas leichteren, wobei die sind jetzt alle nicht ultra schwer, nur ich bin obviously meistens unfähig. Ich würde mal versuchen, einen Defense Boost in Form von Courage einzusetzen. Und die anderen beiden müssen defenden. Magic bringt, oder haben wir? Ne, wir haben im Moment noch kein Pacify. Spare, Tide, Foe. Aber ich müsste mal eben gerade gucken. Ne, der ist weder müde noch können wir irgendwas sparen gerade. You encourage the party. The party's defense raised for this turn. Begone, we have found fresh purpose. Oh, das ist ein... Ah, den konnte ich letztes Mal schon nicht. Ah, Mist. Oh. Eigentlich muss man nur so Kreisbewegungen machen, aber in dem Fall können wir vielleicht einfach mal kurz unseren Dual Heal einsetzen. Ah, ne, können wir dann nicht, wenn ich den nicht mit... Ja, im Moment ist er noch nicht notwendig, der Dual Heal. Dann würde ich eher Courage einsetzen und uns defenden und unsere TP maximal halten. You encourage blablablub. For the night has appeared. Und das ist wieder dieses spaßige Spiel. Ja, voll rein. So, jetzt wird es irgendwann demnächst mal notwendig, den Dual Heal einzusetzen. Oder machen wir ihn einfach jetzt, weil wir zwei Spielfiguren haben, die schon etwas mehr Damage gekriegt haben. Your soul shined its power on Ralsei. Ralsei cast dual heal. Und alle sind wieder einigermaßen fit, aber nicht ganz fit. Mach nix. The night that pulls the fountains from the earth. Oh, was war das nochmal? Au, ja, ich erinnere mich. Das ist halt echt blöd. Die Tastatur ist halt irgendwie, als wenn da irgendwie so ein Derp dieses Herz bewegt, während die Bewegungen mit dem Controller irgendwie halt sehr smooth sind und dadurch rennt man quasi in die Piekser da rein oder ist zu langsam oder irgendwas. Es ist zum Verrücktwerden manchmal. You encourage the party defense race. Holy fountains, whose shadows are creating a new world. Our world. Unser Ziel ist tatsächlich, ihn jetzt möglichst müde zu machen durch viel Rumgekämpfe. Wir müssen ihn also wirklich einfach lange hinhalten. Das ist die Idee. Ja, Courage ist im Moment das Beste, was wir machen können.
Bis wir mal wieder irgendwie ein Duel hier brauchen, weil ich das nicht auf die Kette kriege. Hahaha, do you see now our new purpose? Ja, vor allem, wenn dann dieses blöde... Ich weiß auch nicht, warum ich da nicht in der Lage bin, irgendwie diese Muster auf die Kette zu kriegen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt auch definitiv ein Duel hier machen. Und Susie gibt zusätzlich keine Magic, sondern ein Dark Candy Unreal Save, weil sie schon ziemlich viel hat. Bekommen hat, da hilft auch kein Duel Heal mehr für alles. Gut, da ist der Dark Candy. Jetzt sind alle wieder gemaxed. Soon this world shall be blanket in darkness, and darkness shall rule it. Das ist ja jetzt relativ harmlos. Oh, ja. In dem Fall vielleicht doch nicht. Darkness pours from the fountain. Courage setzen wir ein und mit den anderen zwei defenden wir, weil wir wieder ein bisschen TP sammeln wollen. Then you may see what it is like to live in despair. Oh, mein Lieblingsspiel. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht auf die Kette kriege, da zwischen den Dingern durchzugehen. Das ist unfassbar. Gut, dass wir unseren Duel hier schon wieder aufgeladen haben. Now enough talk. Fall before the chain of justice. Ah ja, das wird jetzt noch ein bisschen schwieriger, weil jetzt müssen wir noch zusätzlich durch die... Ja, da hat er mich auch gleich gegettet. Man muss zusätzlich durch die Pikse durch, die Pika durch. Klingt lustig, ist aber so. Wir nutzen jetzt Courage, damit wir nochmal zweimal defenden können und dann eventuell unseren Dual Heal einsetzen können. Haha, you are quite strong, aren't you? Das ist ja ein relativ gnädiges Muster, wenn man mich jetzt nicht voll blöd anstellt. Haha, das war nicht schlau. Aber gerade so Glück gehabt. Sich da in die Ecke rein. King's Mouth babbles in disparably. Okay, das Wort ist mir so jetzt nicht bekannt. Dann brauchen wir ja zum Glück noch gar nicht unseren Dual Heal einsetzen und können noch weiter defenden, um unsere TP zu maximieren. Weil ich gerade nur einen kleinen Mini-Hit bekommen habe irgendwo. If I keep fighting you like this, then... Ja, es ist wirklich mit der Tastatur unmöglich. Hätte ich jetzt... Es ist unfassbar, warum das mit der Tastatur so nur krepelig ist. Naja, gut. Ein Dark Candy für Railsay noch. Sicher ist sicher. So. It seems that... Again, I don't... Yeah. Klasse. Schon wieder fast kaputt, aber gut. Wir nutzen den Duel Heal dann halt jetzt und defenden einmal mit Susie. Um weiter TP zu regenerieren. Auch wenn es jetzt nur wenig sind, ein bisschen brauchen wir noch, glaube ich. My knight, I shall not fail you. Jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen vorsichtig vorzugehen. Und oh, Leute. So, er ist... Ja, gut, wir haben es geschafft. Enough is enough. I see that I cannot defeat you. I have grown exhausted from our long battle. Lightness, I. Perhaps I have been too cruel. Sein Mantel oder Umhang ist gerade weggeflogen. Ob das noch etwas zu bedeuten hat für später, weil er ja auch immer mit dem Knight dann noch zum Schluss gesprochen hat. Wir wissen es noch nicht. Wir müssen gucken. The truth is, aber ich will darauf hinweisen, I was not always this way. There once was a time where darkness and lightness lived in harmony. A time where darkness could fulfill their purpose in peace. It would be a lie to say that I, too, do not yearn for those days. Perhaps you young ones are right. Please, let us put away our weapons. There must be a peaceful solution to all this.
Come now, Susie. I'm glad you're starting to realize, Mr. King. None of us really want to fight. If you can just tell us about your worries, I'm sure we can all be friends, Mr. King. Yes, friends. That sounds lovely. Ugh. My apologies, I'm not used to fighting like that. My body is getting weak. Oh, don't say another word. There, you should be all healed up. How do you feel? Let's see.